Ja, ich hoffe, das war jetzt genug an Vorbereitung. Was die Ressourcen angeht, das mit dem Plastik macht mir echt Sorgen. Könnte ich allerdings schnell beheben, indem ich einfach noch eine Plastikfabrik mache. Aber nee, da sehe ich schon die ersten roten Chips wieder hochploppen. Kohle haben wir jetzt hier auch genug im System, 25.000. Ja, also aufräumen. Aufräumen heißt auch erstmal mein Inventar aufräumen. Und das hier aufräumen. Ja, so, Inventar ausmisten. Hier. Alle Leichen weg. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht rausgehen und irgendwelche neuen Leichen aufsammeln, also ist es okay. Alle Repair Packs weg, bis auf einen Stack. Tungsten Mauern brauche ich nicht so viele, die brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die Gates brauche ich nicht. Die sollte ich alle mal zu schnellen Robotern machen. So. Und Module werde ich brauchen. Sehr wahrscheinlich sehr viele davon. Und das ist nicht gut, dass so wenig davon gerade hergestellt werden. Das da ist Overkill. Oh, Angriff. 6 Türme schießen. Und schon alles kaputt. Ja, 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 okay. Also, womit fange ich an? Ich denke, das Wichtigste wird sein Chips. Chips sind immer wieder ein Problem. Hatte ich ja in der letzten Folge schon eigentlich hier alles richtig eingestellt. Das sollte ich unten allerdings genauso machen. Die Fabriken arbeiten jetzt schon gar nicht mehr, weil das Limit überall voll ist. Die sind doch alle begrenzt, richtig? Richtig. Problem ist hierbei jetzt aber auch wieder, dass die Roboter nur von oben holen, also nur die oberen Fabriken arbeiten. Aber das ist dann halt so. Wie hatten wir das eingestellt? Rechts 3 Speed-Module. Wobei, die arbeiten gar nicht. 2 Speed-Module. Und 3 davon. 2 Speed-Module. 3 davon. Du bist echt ein bisschen zu schnell. 2 Speed-Module, 3 davon. So, jetzt haben alle links 2 Speed-Module, 3 Effektivitätsmodule. Ihr habt 3 Speed, 2 Effektivität. Ja. Nicht die besten Speed-Module, aber das reicht trotzdem, ist okay. Das kann ich so lassen. Das raus, raus, rein, rein. Ja, ist okay bei den grünen Chips, würde ich sagen. Ich habe gerade gesehen, dass ich die da auch nicht mehr habe. Hole ich also kurz die neuesten davon ab, die neuesten davon ab. Schmeiß die alten rein. Ich gehe wieder zurück. So, also grün sollte jetzt in Zukunft eigentlich durchgehend am Cap sein. Und das Cap wären halt die roten Kisten. Also 400 mal 8 sind 3200, richtig? Ich glaube schon. Wir haben jetzt nur noch 2 Drahtfabriken, die Draht exportieren. Wer braucht Kupferdraht außer Chips? Guck gerade mal so ein bisschen, aber ich glaube, da war nicht so viel. Ja, grüner Draht und Dingensdraht. Also wir sollten mindestens eine Fabrik haben, die Draht herstellt. Was haben wir ja auch hier. Ist okay. Das hier wollte ich umbauen. Nimm bitte den Blueprint. Ja. Lila Chips. Lila Chips sollten in der Nähe sein hiervon. Also bapp ich euch da und dahin. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir, ne, 2 von euch jemals irgendwie nutzen werden. Dann baue ich dich jetzt ab. Dann kopiere ich dich. Die Einstellungen müssten so übernommen werden. Und bapp dich wohin? Ich finde, Bäume passen hier nicht zu. Und ich überhaupt nicht. Stein und Bäume? Schon fast eher.
Ja, baust du ein. So, also Bäume auch nicht mehr. Weg, 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 weg. Was kommt hier hin? Keine Ahnung. Wir... Oh, okay, gute Idee. Wir nehmen dich weg, nehmen dich weg. Nee. Go. Dann machen wir hiervon eins, machen das dahin. Machen dich dahin und machen dich auch dahin. Und dann stellen wir die hier alle so ein, dass die nichts exportieren, sondern wirklich nur für die Roten da sind. Und die zwei Drahtfabriken hier, die sind für alles andere, was Draht brauchen könnte. Dann ist das richtig schön ordentlich. Und ich sollte regelmäßig Ärmchen hier reinschmeißen. Sonst haben die Roboter nichts zum Bauen. Und ich muss unbedingt sehr schnelle Ärmchen automatisieren. Oh, und ihr braucht auch die... die da. Alles okay? Rote Chips sind okay. Du... Also... Gucken wir mal, ob es so auch aufgeht. Plastik. Ich hatte sie immer noch nicht erholt. Muss ich mich drum kümmern. Aber ja, ich denke, das mit den Produktivitätsmodulen könnte hier echt was werden. Jetzt, wo wir das alles verdoppelt haben. Fehlen noch hier 1, 2, 3 davon. Hier 1, 2, 3 davon. Ich mache erstmal überall nur die grünen rein, weil die arbeiten ja echt sonst nie. Wo werdet ihr verbraucht, verdammt? Das würde mich echt mehr interessieren. Nimmt irgendeiner von euch Draht mit? Nö, nee, sehe ich nicht. Mach das mal anders, mach das mal so. Es wird definitiv weniger. Ich habe noch keine Ahnung, wo es hinfliegt. Ah, hier. Ja. Copper-Cable. Und davon verbraten wir richtig viele. Ja, definitiv Speed-Module. So, und ich habe hier noch ein bisschen was. Das könnt ihr ruhig benutzen. Ganz massiver Angriff von links. Aber bisher keine Zerstörungsnachricht. Ist okay. Ah, schaut gut aus. Okay. Also, für die Kapazitor und die Kabel, da haben wir jetzt hier unsere Dinger. Das hier läuft soweit alles super. Schön. Ja, Module. Ganz vergessen. Drei da. So. Ihr braucht gar keine Speed-Module. Braucht drei davon, das war's. Ja, staut sich hier alles. Gut, gut, gut. Also drei, 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 drei. Gar nichts. Drei. 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 Wie schaut's hier aus? Ihr braucht auch... Oh, hier ist irgendwas faul. Achso, nee. Kapazität ist erreicht. Genau, Kapazitäten war auch noch so eine Sache, die ich mir vor Augen führen wollte. 200 Eisenplatten sind okay. Du brauchst keine zwei davon. 200 Eisenplatten sind okay. Wie schaut's hier mit dem Kupfer aus? Kupfer, 200 Kupfer kann recht schnell weggehen. Oder? Deswegen hatten wir hier sogar schon 400 eingestellt. Ja, mach mal überall 400. Alles ein bisschen einheitlicher. 400, 400, 400. 400, 400, 400, 400. Und Klau-Roboter macht blau draus.
sammle ganz viel anderes Gedöns auf. So. Blau, 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 blau. Und sich dann wundern, dass kein Plastik da ist, ne? Weil ich die ganze Zeit blaue Chips verbrauche. Ja. Aber ist okay. Also, es ist mehr Kupfer da, das heißt, es ist mehr Puffer da für die Drahtproduktion. Und Chips sehen alle gut aus, bis die blauen, weil ich die gerade verbraucht habe. Das ist okay. Sollte ich das hier auch so machen? In Produktivitätsmodulen. Naja, ich denke nicht. Das sollte okay sein. Ja, lassen wir Chips erstmal Chips sein. Ich würde gerne neue Stromsparmodule holen. Da. Und die Schmelzen vereinheitlichen. Schmelzen hatte ich schon hier angefangen. Nein, hier angefangen. 3 Speed-Module, 1 Effektivitätsmodul. Du siehst komisch aus. Warum habe ich keine tollen Schmelzöfen? Geh mal bitte da oben hin. Gib mir einen halben Stack Schmelzöfen. Ich will keinen ganzen rausholen, weil er verbraucht auch die ganzen Ressourcen für einen ganzen Stack. So werden jetzt nur 25 gebaut. Und ersetzt bitte alle hiervon durch bessere. Die sind jetzt alle lila, richtig? Lila, 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 lila. Gut. So, was hatte ich gesagt? Ein grün Rest blau. Ja. Die sind auch alle so? Ja. Okay. Ein grün Rest blau. Grün. Grün. Stahl haben wir echt momentan 4200, ja. Ja, gut. Also das könnte ich mir wahrscheinlich eigentlich hier sparen, weil die meisten Fabriken arbeiten gar nicht, weil wir genug Stahl haben. Aber auch das wird sich in Zukunft bestimmt irgendwann wieder ändern. Also Schaden tut's nicht. Ein von euch. So. Das war Stahl. Eisen. Eisen ist genauso. Und wurde auch schon anscheinend überall so eingestellt. Jo, Eisen ist fertig. Also merke, Stahl, Eisen sind fertig. Wie schaut's mit Kupfer aus? Kupfer nicht, nö. Du, so. Du, so. Und das ist jetzt genau der Part, der am meisten ist. Ich werde jetzt hier überall einfach immer nur das Muster reinstellen. Und das Schlimme daran ist, nicht nur, dass ich es jetzt einmal bei jeder einzelnen Fabrik machen muss und ich es nicht irgendwie durch Blueprints automatisieren kann, soweit ich weiß. Sobald ich die neuen Module habe, müsste ich das dann theoretisch nochmal alles. Was richtig rum? Oder falsch rum? Sobald ich die neuen Module habe, also noch schnellere Speedmodule oder noch bessere Stromsparmodule, wobei Stromsparer momentan soll, glaube ich, wichtiger werden. Ja, wir haben genug Schmelzen. Muss ich das alles nochmal machen? Muss ich gucken, ob ich das wirklich mache oder nicht. Weil ich hoffe immer noch drauf, dass wir es demnächst hinbekommen, dass wir in so einen Overkill-Mode kommen, wo wir so dermaßen viel Strom haben, dass wir auf gar nichts achten müssen. Aber dazu müsste ich wahrscheinlich alle meine Solar-Panels auf die nächsthöhere Stufe bringen. Das kostet viel zu viel. Warum verwechsle ich immer hier blau und grün? Durch, durch, durch. Okay. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Mal Steuerung und Shift und alles Mögliche. So. Stahl, Eisen, Kupfer, alles fertig. Ihr seid komisch. Also für die komischen Metalle, die wir nicht vorrätig haben. Bist sogar noch einer rufen, ne? Ja. Yeah. Schaffst du schon. Wie viel Rubber haben wir inzwischen? 2000. Erhöhe das mal so. Aber trotzdem brauchst du nicht noch mehr Speed. Das ist okay, so mit Strom sparen. Ich denke, damit sind wir mit den Schmelzöfen durch. Roboter, 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 Roboter.
Oh, das sind ganz viel langsamer. Wer damit? Wer damit? Hab ich dich. Und dich. Und ihr seid auch halt langsam. Schön. Mehr Baum. Also, Schmelzöfen sind. Was ist mit euch?